Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und damit auch zu einem neuen Projekt. Ja, einige von euch haben es sich gewünscht, und zwar Super Mario Bros. 2 zu spielen. Super Mario Bros. 2 ist 1989 herausgekommen und ist streng genommen eigentlich Super Mario Bros. 3, was wir schon gespielt hatten. Denn in Japan hieß Super Mario Bros. The Lost Levels eigentlich Teil 2. Aber in Nordamerika und in Europa kam dieser Teil erstmal gar nicht raus. Und stattdessen haben wir das bekommen, was wir als Super Mario Bros. 2 verkauft ha bekommen haben. Und das ist eigentlich Doki Doki Panic, ein anderes Jump'n'Run aus Japan mit Mario Skins. Ja. Und demzufolge hat dieses Spiel auch nicht mehr so viel damit zu tun, was wir eigentlich unter Super Mario Bros. 2 verstehen, hat allerdings doch einige Dinge neu entworfen, die die Zeit überdauert hatten und daher natürlich auch ein Pflichttitel für Mario-Fans. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die Story ist relativ einfach. Mario träumt irgendwie etwas und weiß nicht, ob es ein Traum ist oder nicht. Ich habe dieses Spiel immer nur bis zum allerletzten Boss gezockt und bin dann beim allerletzten Boss immer, glaube ich, bei seinem letzten Leben oder so kaputt gegangen und habe dann das Spiel irgendwann beiseite gelegt. Aber diesmal können wir ja mit Safe States spielen und ich habe das Bedürfnis, dieses Mal auch das Spiel zu Ende zu spielen. Ja, wir haben hier extra Leben, das sind sogenannte Continues. Und ja, wenn die aufgebraucht sind, ist so gesehen Game Over. Ja, eine Besonderheit dieses Spiels ist es nämlich auch, das hat dieses Spiel neu eingeführt, dass man Mario, Luigi, Toad und Prinzessin Peach spielen kann. Und das ist nicht einfach nur ein Geschmäckle sozusagen, sondern jeder dieser Charaktere hat unterschiedliche Fähigkeiten. Mario ist der Allrounder, Luigi kann am höchsten und am weitesten springen, läuft aber ziemlich zappelig und rutscht gerne. Toad ist der Allerschnellste und auch der Kräftigste. Und Peach kann schweben, ja, und ist daher am anfängerfreundlichsten. Und wir nehmen daher auch Peach. Ja, ich möchte gerne mit Peach spielen. Ja, und das ist Welt 1-1. Ja, Freunde. Und ja, hört euch mal die Mucke an. Richtig toll, oder? Ja, aber man weiß noch nicht wirklich so, was hat eigentlich dieses Spiel auf sich? Denn ich kann irgendwie die Gegner ja gar nicht besiegen, wenn ich auf die drauf springe, ne? Ja, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Wenn ich in der Luft B drücke, kann ich tatsächlich schweben für eine relativ lange Zeit und komme somit auch über Abgründe hinweg. Ja, und ich kann Gegner nur besiegen, indem ich letztendlich sie wegschmeiße oder aber solche Rüben hier nehme, aus der Erde rausziehe und sie auf die Gegner schmeiße. Ja, ihr seht schon, die Shy Guys, das sind hier diese maskierten Typen, die treten hier zum allerersten Mal auf. Also so gesehen eigentlich ein Doki Doki Panic Gegner. Aber, mein Gott, bin ich schlecht. Aber wirklich. Oh Gott. Und werd sogar getroffen. Ja, und kann die Gegner, wie gesagt, nur so besiegen. Anders geht's nicht. Der Unterschied zwischen der großen Rübe und der kleinen Rübe ist einfach, die kleine Rübe ist dazu in der Lage, einen Gegner wirklich zu besiegen und die große Rübe kann mehrere Gegner besiegen. Ja? Ansonsten sieht es sehr, sehr schön aus. Hier gibt es solche Tränke in Reagenzgläsern und die führen mich hier quasi in eine neue Welt oder in eine andere Dimension und da kann ich diese Pilze sammeln. Und die Pilze erlauben es mir dann letztendlich ein Leben mehr zu bekommen, also einen Treffer mehr auszuhalten. Und ich kann gleichzeitig Coins sammeln. Die Coins sind deswegen wichtig, weil die uns letztendlich dann bei der Slotmaschine um weitere Continues spielen lassen, ja, oder leben. Und die Powerblöcke sind hier auch zum allerersten Mal aufgetreten und erlauben es, alle Gegner im Screen zu vernichten. Ja, ja, super. So, langsam komme ich auch rein, was die Steuerung angeht. Ja, es ist auf jeden Fall kein Hassspiel. Ja, und es sieht auch wirklich schön aus, gerade hier auch die Remake-Version. Wie gesagt, bei den ganz, ganz alten Spielen, da bin ich immer ein Fan davon, die Remake-Version zu nehmen, weil ja, die andere sieht dann doch für die heutige Zeit ein bisschen mies aus. Ja, die normale, die Originalversion. So, genau. Und genau, Koopa-Panzer kann ich auch hier werfen. Der kann natürlich mehrere Gegner hintereinander töten. Und manchmal poppt so ein Herz auf und kann letztendlich dann unsere Lebensanzeige füllen. Das ist also alles ganz schön. Was mir auch gefällt, ist, dass wir hier kein Zeitlimit haben. Also ihr seht schon, ist alles ein bisschen anders als das typische Super Mario Jump'n'Run. Aber nicht uninteressant. Ja. Und vor allem, dass Peach letztendlich spielbar ist, ist ja auch mal was Neues. Ja.
Hier haben wir die Ninjis gesehen. Ich glaube, ich hätte in meinem Super Mario World LP gesagt, dass die hier zum ersten Mal auftauchen. Oder dass die in Super Mario Bros. 2 zum ersten Mal aufgetaucht sind. Ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. Hier komme ich jetzt gerade gar nicht so richtig hoch. Irgendwie, oder? Nee, ich komme da nicht hoch. Da bräuchte ich theoretisch dann Toad, um weiterzukommen. Aber das ist kein Problem. Ich kann natürlich auch einfach so weitermachen. Es wird aber nochmal Fälle geben, wo wir gut, sag ich mal, mit dem Timing arbeiten müssen, damit wir hier weiterkommen. Ich finde es eigentlich das bessere Super Mario Bros. 2. Wenn man jetzt überlegt, man hätte die Wahl gehabt zwischen The Lost Levels und diesem hier, dann doch lieber dieses hier. Das ist erstens fairer, es ist ein bisschen was anderes, was Neues, es ist was Einzigartiges und The Lost Levels ist nur durch seine absurde und absolut kranke Schwierigkeit einzigartig, ja. Aber ist an sich nicht wirklich anders als das normale Super Mario Bros., das ich auch irgendwann mal zocken werde, mein allererstes Videospiel überhaupt. Und ja, da ist dieses hier auf jeden Fall besser. Diese krasse Musik hier, diese Kampfmusik, deutet an, dass wir hier einen Kampf gegen Birdo haben. Und Birdo ist quasi nichts anderes als ein weiblicher Yoshi. Und sie bewirft uns hier mit Eiern. Und ja, wir müssen auf die Eier draufspringen, in der Luft sie packen, dreimal auf sie draufwerfen. Dann spuckt sie hier nochmal so eine Kugel raus und es öffnet sich so ein Adlermund. Da gehen wir rein und dann haben wir das erste Level geschafft. Ja, und nach dem ersten Level können wir eben hier um Bonusleben spielen. Und mal sehen, was wir bekommen. Gar nichts. Und noch einmal. Die Cherry. Und noch einmal. Oho, zwei extra. Nee, ein extra Leben. Und habe noch drei Coins hinzubekommen. Da kann ich also nochmal zocken im Leben. Und nichts. Ja, ich muss natürlich hier dieses Spiel spielen. Ich kann das leider nicht skippen oder auch Gott sei Dank nicht skippen, je nachdem. Aber es ist auch relativ schwierig, hier Leben zu bekommen. Oh mein Gott. Fast geschafft, aber auch nur fast. Und ein Ab, weil ich drei unterschiedliche Dinge habe. Ja, sauber. Ja, und ich kann nach jeder Stage im Prinzip entscheiden, will ich weitermachen mit Peach. Ich mache jetzt noch einmal mit Peach hier in diesem Part alles. Dann werde ich auch natürlich mal wechseln auf Luigi. Und gut, dass ich hier Peach nehme, denn das ist auf jeden Fall so ein Level, wo Peach uns sehr gelegen kommt. Wir haben hier diesen fliegenden Teppich. Und mit dem können wir relativ einfach und cool, wie ich auch finde, durch die Gegend fliegen. Wir werden hier natürlich attackiert. Ist nicht wirklich einfach. Super Mario Bros. 2 muss man auch dazu sagen. Irgendwann verliert er natürlich seine Wirkung. Und wir können hier auch in diese Krüge rein. Und in den Krügen können wir immer irgendwie was finden. Ganz interessant, wie man dann quasi zu einer Miniatur-Peach wird. Und wenn man wieder rauskommt, ist quasi alles normal. Oh, und hier haben wir einen Schlüssel. Ja, Leute. Und bei den Schlüsseln müssen wir aufpassen. Sobald wir den Schlüssel haben, werden wir von dieser Maske hier attackiert. Und da gibt es nochmal ein Level. Ich glaube, das kommt schon in der zweiten Welt. Das ist gar nicht so einfach. Ja, da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Die muss hier natürlich explodieren. Gut, dann kommen wir hier weiter. Oh, was war das denn schon wieder? Ja, das war jetzt natürlich absoluter Fail. Ja, so geht das auch. Ja, manchmal ist es ein kleines bisschen unfair, muss ich dazu sagen. Kriege ich dann hier wenigstens einen Pilz? Ja, da unten. Ach komm, wie gemein. Oder? Weil ich habe nur ein paar Sekunden Zeit, um das zu schaffen. Habe ich jetzt auch Gott sei Dank geschafft. Also rutschen funktioniert selbst hier, das ist gut. Ah ja, das, wie gesagt, ist nicht ganz einfach, das Spiel. Hier auf die Ninjis drauf und dann kommen... Nein, genau, auf die Ninjis habe ich gesagt. Und dann geht das. Ja, jeder Millimeter zählt in diesem Spiel. Ja, und man merkt immer wieder, wie schwer eigentlich die Spiele sind.
Spiele damals so waren. Aber wie gesagt, ich finde das gut, dass ich mit sowas hier aufgewachsen bin und nicht mit ganz einfachen Spielen, weil sonst würde ich wahrscheinlich sofort nach dem ersten Level sagen, nee, keine Lust mehr. Genau. Und ich glaube, es gibt immer 3 Level pro Welt und im dritten Level kriegen wir dann den richtigen Boss zu Gesicht. Also Birdo ist immer quasi nur, wie soll ich sagen, so ein Boss, um uns warm zu halten. Ja. Gut, keine Münze gesammelt, weil ich auch alle Gräser rausgerupft hatte, bevor ich den Trank genommen habe. Ja, komm, wir machen hier diese erste Welt auf jeden Fall mit Peach. 1-3. Genau. Komme ich hier eigentlich drauf? Ja, genau. So komme ich dann quasi auch den oberen Weg entlang, was immer ganz gut ist. Nein! Ja, hier muss man so ein bisschen aufpassen. Und nochmal die Münze mitgenommen. Perfekt. Oh, hier haben wir diese fliegenden Fische. Diese fliegenden Herzfische. Also die Gegner sehen auch ziemlich cool und knuffig aus. Das muss ich dem Spiel lassen. Ich habe es am Anfang, wo ich kleiner war, habe ich das Spiel wirklich im Prinzip ja, mehr oder weniger gehasst, weil es so schwer war für mich. Aber je älter ich jetzt werde, desto mehr weiß ich im Prinzip dieses Spiel hier zu schätzen. Sag ich auch so, wie es ist. Und ja, ich bin froh, dass ich dieses Spiel jetzt noch einmal mit euch zocken kann. Und dann hoffentlich auch zu Ende. Ja, klar, logisch, sonst bräuchte ich es nicht Let's Playen. Ja, und da scheint irgendwie ein nicht überwindbarer Abgrund zu sein. Und wir sind jetzt hier in so einer mechanischen Abteilung. Also hier, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht sieht man in Super Mario Bros. 2 am allermeisten letztendlich die Vorteile des Remakes. Also optisch alleine schon, ja? Vielleicht ist das wirklich das Spiel, was am krassesten, sag ich mal, von einem Remake profitiert hat in der All-Stars-Version. Mehr noch als SMB 3, finde ich. Ah gut, umso besser. Ah, ich komme aber noch nicht hoch. Noch nicht. Ich brauche noch... Oh, nein. Ich brauche noch eine dritte... Ja, so meinte ich das jetzt nicht. Genau. Noch einen dritten Stapel. Habe ich hier auch die ganzen Sparkies? Nee. Ja, dann ist das eigentlich der einfachere Weg. Ja, eine Sache, die natürlich auch mega nervig ist, die Screens, die scrollen natürlich ganz schnell und abrupt. Das war natürlich flüssiger gewesen in, sag mal schnell, in SMB 3. Ach ja, und wenn ich nach unten gedrückt halte, kann ich diesen Supersprung ausführen. Das habe ich auch vergessen, euch zu sagen. Habt ihr jetzt aber gesehen. Oh ja, das war auch so ein Kackding hier gewesen. So, und jetzt muss ich ganz, ganz schnell mir hier den Schlüssel nehmen. Nein, schnell den Schlüssel, habe ich gesagt. Genau, und immer versuchen, möglichst schnell hier runterzukommen. Natürlich will ich auch nicht getroffen werden. Auch so eine Sache, die natürlich nervig sein kann. Ja, und dann wirklich am besten ganz, ganz schnell sein. Schneller als der Shy Guy, weil sobald die einmal im Weg sind, Leute, habt ihr großes Problem. Oh, ich habe Glück gehabt. Ach, geschafft. Ja, also das sind immer die Hasspassagen von mir mit dem Schlüssel, weil die auch am schwierigsten sind. Ihr seht auch schon, die Sparkies, die bewegen sich hier verdammt schnell. Also das ist wirklich nicht einfach. Ja. So, und geschafft. Aber jetzt kommen wir natürlich zum richtigen Boss. Und den machen wir auch. Ja, und es ist passend zu dem Theme. Eine Maus. Und diese Maus heißt Mauser. Ja, und was wir hier machen müssen, ist, denke ich mal, klar. Wir müssen die Maus mit ihren eigenen Waffen schlagen. Dabei aber auch aufpassen, dass wir selber nicht getroffen werden. Denn ihr seht schon, der spammt die ganze Zeit. Also die Bosskämpfe sind sehr innovativ und auch schwierig. Ah, doch geschafft. Gerade noch geschafft. Kommt noch ein drittes Mal und dann ist finito. Nein. Nicht ein Millimeter hat gefehlt. Ja, ist manchmal so. Auf jeden Fall sich hier die Zeit nehmen, Leute. Das ist ganz wichtig.
Yeah, und Mauser ist down. Ach Mann, ich hab doch richtig Spaß, aber hätte ich nicht gedacht. Ja, schön. Gut. Ich hab nämlich gedacht, ich würde weniger Spaß haben, aber ich hab jetzt richtig Spaß bekommen. Ja, manchmal weiß man die Dinge im Alter doch mehr zu schätzen. So, kriege ich nochmal irgendwo ein Leben, komm. Aber okay, ich habe natürlich auch schon 9, muss man auch dazu sagen. Oh yeah, und wieder einer. 10 Leben immerhin. Und nochmal einer. 11, sauber. Hat sich doch gelohnt. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Welt von Super Mario Bros. 2.